Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal Vella Bastelmädel. Heute möchte ich euch die neue Brandness Box zeigen. Viel Spaß dabei! Einmal gab es ein ganzes Paket Cinny Minis. Wer kennt keine Cinny Minis? Dieses Paket kostet 2,99 €, sind 375 Gramm. Ich habe die früher sogar auch ohne Müsli gegessen, also ohne Milch oder Joghurt. Hier, das ist jetzt die Vollkorn, ja, die Vollkorn-Variante. Dann von Zwieback, also von Brand, Zwieback-Kokos. Das ist das Extra-Produkt dieser Box und kostet 1,79 € und sind 225 Gramm. Die esse ich auch total gerne. Also bis jetzt hatte ich davon nur die Minis, aber es wird ja nichts anderes sein. Dann passend zur kommenden Jahreszeit Emmerkal Gummidrops Ingwer und Kurkuma. Fruchtig und scharf. 1,95 € diese 90 Gramm. Ich denke mal fast, dass ich die meinem Papa geben werde. Die soll mit Vitamin C und Zink sein und einer leichten Mentholnote. Aber Kurkuma, Ingwer, das ist jetzt nicht so. Ich meine, Ingwer-Tee und sowas trinke ich. Aber ich weiß nicht, ob das hier was für mich wäre. Aber es ist eh Gelatine drin vom Schwein, also werde ich es auch weitergeben. Dann das Highlight dieser Box, Milka Oreo mit Oreo-Creme-Füllung. Ich musste diese Box unbedingt abdrehen, damit ich die endlich probieren kann. Und zwar ist es das Produkt des Monats. Kostet nichts. Steht nicht dabei. 156 Gramm steht bei, aber wie teuer steht nicht hier. Hier steht nur, dass sich zwei leckere Marken zu einem knusprigen Genuss zusammen vereinen. Der knusprige Cookie ist mit zarten Milka, Alpenmilch, Schokoladenstückchen und leckeren Oreo-Creme gefüllt und sogar sorgt damit im praktischen Sechserpack für mehr Abwechslung auf den Keksteller. 6 Kekse für mich. Mein Mann wird sie nicht essen wegen Oreo. Da freue ich mich drauf. Dann, dafür kriegt mein Mann das hier von Manna Wien. Vollkornvariante mit Haselnüssen. Das erinnert mich hier irgendwie mal an Vanille. Dieses. Mal schauen, wie teuer das ist. Ah, hier. 2,99 € 300 Gramm mit 30% weniger Zucker. Das ist auch mal was Gutes. Dann kann man auch immer gebrauchen, vor allem in der jetzigen Zeit von Corona, wo alle wieder hamstern, Barilla-Nudeln, 2,29 € 500 Gramm. Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich neu sind. Also diese Form jetzt nicht, Nudeln an sich natürlich, aber die Form habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Bin ich mal gespannt. Hier steht, dass am besten Gemüsesoße dazu passt. Mal gucken, ob mein Mann auch derselben Meinung ist. Dann von KitKat 3 Weihnachts-Nikoläuse. Die kosten 1,99 € 3×29 Gramm. Das ist ja jetzt passend. Kann man gut jetzt für Adventskalender nutzen. Sind auch ohne Haselnüsse. Dann was Schweres, und zwar Klaus. Klaus ist Glühwein aus Weißwein. Da finde ich auch gut. Ich mag gerne mal, wenn es kalt ist, Glühwein, aber auch nur aus weißem Glühwein. Ja, aus weißen Trauben, also Weißwein. 1,99 € zuzüglich Pfand, 1 Liter ist das Ganze. Heiß genießen. Naja, das hat ja so Glühwein an sich. 9,8% Alkohol mit einer winterlichen Würzmischung. Ja, ich denke mal, an meinem Geburtstag wird es bestimmt kalt genug sein. Oder bei meiner Mama auf dem Geburtstag.
Mit Parmänneschen darf man sich ja treffen. Beziehungsweise zwei Haushalte, das passt ja dann. Da werden wir, denke ich, das genießen. Vor allem, wir haben die ganze Pulle nochmal. Mein Bruder hat auch eine Box und der mag kein Weißwein. Also jeder eine Liter für sich. Was mir dieses Jahr hier fehlen wird ohne Weihnachtsmarkt, ist tatsächlich hier so gebrannte Mandeln. Ich meine, das mache ich auch selber, das ist gar nicht das Thema. Oder Met finde ich auch total lecker. Das habe ich bis jetzt nie selber gemacht und ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist. So, dann da hatten wir schon mal was von. Die habe ich immer noch nicht gegessen. Da könnte ich ja mal jetzt die Woche was von machen. Hätte ich mir jetzt mal dran denken sollen. Ich hatte eine ganze Woche Spätdienst. Das wäre ja perfekt gewesen. Ich glaube sogar, dass ich genau diese Sorte habe. Die ist vegetarisch. Kostet 2,49 €. Ist in der Mikrowelle schnell zubereitet. Ja, ich überlege gerade, aber das wird meine Oma auch nicht essen. Ich koche öfters für meine Oma schon mal mit. Die ist ein schwieriger Esser. Also, beziehungsweise sie isst keine Tomaten. Wenn man die klein macht, merkt sie das nicht unbedingt, weil nur so frische Scheibentomaten, das ist nicht so ihr Ding. Und ich tue ja überall Tomate eigentlich rein. Ich liebe Tomate. Aber ich glaube, jetzt so Erdnüsse im Essen findet sie auch nicht so gut. Müsste ich sie mal fragen, weil das wäre nicht so scharf, das ist mild. Aber dieses hier ist auch vegetarisch, Currygemüse und das ist ganz scharf. Hat hier 3. Das müsste mein Mann dann essen. Der liebt scharf im Gegensatz zu mir. Aber das könnte ich mir auch gut vorstellen, so in Platt. Oder wo man das bestimmt auch gut essen kann, ist in Wrap. Denke ich mir. So, dann haben wir noch Vita Cola, zuckerfrei. Kenne ich gar nicht. Also Vita. Ich kenne Vita Malz, aber ob das jetzt dieselbe Firma ist, kann ich gar nicht sagen. Glasflasche ist das. Das kostet 79 Cent, die 0,33. Ich weiß nicht, ob ich das mal teste. Von Cola wird mir ja schlecht. Aber das ist ja jetzt keine richtige Cola. Also nicht von Coca-Cola. Deswegen Achtung, Markennennung. Wie ja bei allem E, seht ihr ja auch immer hier oben links. Ich glaube, die würde ich mal testen. So, und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Produkt. Köstritzer Schwarzbier. Kostet 89 Cent, die 0,5 Liter Dose. Die könnte ich schon für Likör machen nehmen, denke ich mir mal. Ja, das war's. Und hier habt ihr ja immer das Heftchen dabei. Und hier seht ihr auch den Adventskalender. Der hat 2 Türchen extra ab 34,99 €. Nicht-Abonnenten zahlen 39,99 €. Meiner steht auch schon hier. Ich habe ihn aber noch nicht ausgepackt, also ist der Umkarton noch drum. Ja, und hier seht ihr die Coolbox, die vorletzten Monat kam. Da gibt es im Dezember auch wieder eine neue Coolbox. Es gibt immer 3 im Jahr und ich muss sagen, die war echt lecker. Vor allem hier die Kirschpinguine. Die waren wirklich lecker. Den Pizzateig habe ich leider vermasselt. Also ich habe den nicht kühl gestellt, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, dass das ein Frischteig war. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen Inspiration gewinnen oder so ähnlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!